Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Faktenvideo. Und zwar behandeln wir in diesem Faktenvideo unseren kleinen rosa Helden Kirby. Fakt Nummer 1. Damals standen kleine Kirby-Minispiele über das Satellaview des Super Nintendo zum Download bereit. Je nach Uhrzeit konnten die Japaner entweder die Spiele Baseball, Pinball, Starbreak, Ball Round and Round, Cannonball, Arranging Balls, Pachinko oder Ball Rally runterladen. Diese Spielreihe trug den Namen Kirby's Toy Box und war ein Japan Exclusive. In Kirby's Dream Land 2 Level 55 gibt es eine versteckte nackte Frau. Na, da hatten die Entwickler aber Spaß beim Erstellen des Levels. Wusstet ihr, dass Kirby in seinem ersten westlichen Videospielauftritt noch weiß war? Das lag daran, dass Masashiro Sakurai und Shigeru Miyamoto sich nicht auf eine Farbe einigen konnten. Als sich Sakurai durchsetzen konnte, Kirby pink zu machen, war es schon zu spät, um die Kolorierung zu ändern und Kirby's Dream Land für den Game Boy wurde in Amerika und PAL-Ländern mit einem weißen Helden ausgeliefert. Fakt Nummer 4. Damals war ein Spiel namens Kid Kirby im Prozess. Dieses entstand nicht bei HAL, sondern bei DMA Design, die später zu Rockstar North umgeformt wurden. Doch der Titel schaffte es nie bis zur Fertigstellung. Fakt Nummer 5. Die Cartridge von Kirby Tilt & Tumble für den Game Boy Color verfügt über einen Bewegungssensor. Steckt ihr diesen in den Game Boy Advance SP, ist die Bewegungssteuerung umgedreht. Somit ist links gleich rechts und rechts gleich links. Fakt Nummer 6. Kirby raucht, trinkt und isst ungesundes Fastfood in der Sonderausgabe 3. Fakt Nummer 7. Kirby and the Amazing Mirror für den Game Boy Advance ist das einzige Spiel der Serie, wo der rosa Held Meta Knight retten muss. Fakt Nummer 8. Wenn man Kirby's Dream Land für den Game Boy in den Game Boy Advance SP steckt, kann man die Farbpalette wählen und nach Belieben sogar ändern. Fakt Nummer 9. Kirby's Dream Land 2 ist super Game Boy kompatibel. Steckt man die Cartridge in das Gerät, wird man mit einer speziellen Bildumrandung und neuen Soundeffekten verwöhnt. Fakt Nummer 10. In Kirby Mouse Attack für den Nintendo DS bekommt man einen Geburtstagskuchen samt Grüße von Kirby, wenn ihr das Spiel an euren Geburtstag startet. Dazu solltet ihr natürlich zuvor euer Geburtsdatum in Nintendo DS eintragen. So Leute, das war's dann schon mit diesem Faktenvideo für Sonntag und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, ein bisschen mehr über unseren kleinen rosa Helden herauszufinden und ja, schreibt bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und was als nächstes Faktenvideo rauskommen soll. Ich habe mir nämlich schon eine Liste gemacht von all euren Vorschlägen und freue mich in Zukunft, diese auch anzunehmen und ja, haut raus und bis demnächst. Ciao!